Ja, ich befinde mich in meinem Büro im Institut für Musikwissenschaft, das Teil des Städtischen Kaufhauses ist, also im Herzen von Leipzig und sich im Übrigen auch auf dem Boden des ehemaligen Gewandhauses befindet. Also passt thematisch wunderbar. Der Schrank, den Sie hinter mir sehen, ist der ehemalige Rektorenschrank der Uni Leipzig, der durch irgendwelche Zufälle, die mir unklar sind, in der Zeit der Wende, in die Musikwissenschaft gelangt ist. Ja, das Problem beim Fach Musikwissenschaft, ist, denke ich, dass viele Menschen, egal ob das jetzt, Professoren oder andere sind, erstmal denken, dass Musikwissenschaftler, den ganzen Tag Musik machen. De facto ist es natürlich so, dass wir uns primär wissenschaftlich mit allen Aspekten der Musik auseinandersetzen. Und die besondere Herausforderung dabei ist die doppelte Materialität der Musik, also dass sie einerseits Klang ist, aber andererseits zumindest bei der europäischen Kunstmusik eben auch notiert im Schriftbild, in Noten. Und ja, das ist einerseits eine Herausforderung, weil es eben ein aufwendigerer Ansatz ist. Also es gibt quasi eine rational nachvollziehbare Seite der Musik, aber eben auch eine eher psychologisch-emotionale und dann auch noch eben eine akustische. Aber das macht das Fach vielleicht auch gerade methodisch interessant. Also ich habe eigentlich immer mehrere Themen. Ich bin nicht auf ein einziges Thema abonniert. Das hängt wahrscheinlich auch mit dieser Methodenvielfalt der Musikwissenschaft zusammen. Von meiner Herkunft her ist es eigentlich in gewisser Weise schon der zeittypische Verlauf. Also ich habe mich zunächst vor allen Dingen mit werkanalytischen Themen beschäftigt, wie die meisten von uns, bis in die 90er Jahre hinein. Und das treibt mich auch immer noch um. Also ich beschäftige mich momentan vor allen Dingen mit Instrumentalmusik des 19. Jahrhunderts, die sonatenform basiert ist, aber da eben vor allen Dingen mit Dramaturgien, mit Entwicklungsstrategien, mit der Rolle von Dur und von Moll, auch mit Dynamik. Also eigentlich vor allen Dingen mit den Parametern, die früher nicht im Zentrum der Analyse standen. Das ist das eine. Das andere, was ich dann seit den 2000er Jahren auch betreibe, ist ein kulturhistorischer Ansatz. Und dabei interessieren mich vor allen Dingen Kulturtransfers, also wie ein bestimmtes kulturelles Konzept oder Objekt von einem Raum A in einen Raum B gelangt und sich dabei verändert, warum das überhaupt übernommen wird und wie die Leute aus dem Raum B mit der vermeintlichen Fremdheit dieses Konzepts oder anfänglichen Fremdheit umgehen. Und das habe ich in meinem Habilitationsprojekt schon verfolgt und momentan schreibe ich gerade an einem Studienbuch über Musik- und Kulturtransfer, in dem dieses Thema ja systematisch, aber eben auch historisch von der Antike bis in die Gegenwart einführen, ne? Es ist ein Studienbuch behandelt wird. Ja, ich habe mich 2015, 16 mal für ein ERC-Grant mit Aufenthalt in Paris beworben. Und zwar eben auch ein Thema mit deutsch-französischem Kulturtransfer. Ich wollte zwei verschiedene Epochen, 18. und frühes 20. Jahrhundert, im Hinblick auf diese Transferentwicklungen miteinander vergleichen. Und das wurde leider abgelehnt. Vielleicht, weil das aus einem historisch-orthodoxen Standpunkt auch fragwürdig oder ungewöhnlich war, eben diese zwei verschiedenen Epochen nur auf der Basis derselben Perspektive heraus dann miteinander in Beziehung zu setzen. Ich hatte mich aber in demselben Jahr dann auch auf eine Professur in Toulouse beworben und das hat tatsächlich geklappt und ja, war dann im Nachhinein sehr froh, dass ich in Toulouse gelandet bin, weil eben die Tätigkeit als ordentlicher Professor im Ausland doch noch ganz andere Einblicke ermöglicht, als wenn man jetzt nur zu einem Gastaufenthalt dort ist und quasi die Rückfahrkarte schon in der Tasche hat. Ja, ich denke, dass das Kulturtransferthema auch für die Akademie auf jeden Fall interessant ist, weil es ja ein transdisziplinäres Thema ist, das sie auf viele Fächer anwenden können. Ich könnte mir vorstellen, entweder dabei
einen Gesamtüberblick zu geben, der dann so ein bisschen analog zu meinem Lehrbuch wäre. Es wäre aber auch die Möglichkeit, dass wir das zuspitzen auf die Entwicklung der deutsch-französischen Musikbeziehung, sagen wir mal ungefähr von Louis XIV bis in die Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also Wissenschaft bedeutet für mich zunächst einmal, den Dingen auf den Grund zu gehen. Auch losgelöst von einer vordergründigen oder tagespolitischen Aufgabenstellung. Also diese Tiefe, das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste. Auf der anderen Seite ist für mich aber auch Vielfalt ein wesentlicher Punkt. Also ich könnte mir nicht vorstellen, mein ganzes Leben nur Sonatensätze zu analysieren oder nur Kulturtransfers zu machen, sondern brauche beides. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, mein ganzes Leben einem Komponisten zu widmen, wie das früher Kollegen, Kolleginnen zum Teil gemacht haben. Also die Vielfalt ist auch etwas sehr Reizvolles. Und der dritte Punkt ist die Kooperation. Ich arbeite schon auch viel allein und freue mich, wenn ich glaube, zu neuen Resultaten zu kommen. Es ist aber doch noch sehr viel schöner, wenn man eben in Austausch mit Kollegen und Kolleginnen tritt und diese dann ihrerseits wieder etwas einbringen, worauf ich jetzt nicht gekommen bin oder was aus meiner Perspektive nicht so sichtbar war und man sich dann gegenseitig befruchtet und dadurch weiterkommt. Und das vor allem und gerade auch auf internationaler Ebene. Also meine Themen sind stark international, viel mit Frankreich und mit Osteuropa und es sind ganz überwiegend eben auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern, mit denen ich mich austausche. Ja, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Punkte, die auf der Tagesordnung stehen. Ein Problem ist immer noch, denke ich, der Ausbildungsweg, also der Sonderweg, den das deutsche Hochschulsystem da geht. Ich habe den Eindruck, dass unter jüngeren Kolleginnen und Kollegen die Bereitschaft, so lange zu warten, bis man irgendwo fest installiert ist, dass die schwindet und dass wir ein großes Nachwuchsproblem bekommen werden, wenn da nicht bald sich etwas ändert. Was mich jetzt persönlich vor allen Dingen momentan umtreibt, ist ja, ist zum einen die Förderung von internationaler Kooperation. Die könnte meines Erachtens deutlich verbessert werden. Momentan ist es so, dass dass die Hürden für internationale Forschungsprojekte deutlich höher sind, der Aufwand auch als für nationale. Das müsste meines Erachtens genau umgekehrt werden. Das würde ich mir sehr wünschen. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, alle Leute reden ständig von Digitalität. Da sind aber die Förderstrukturen auch, soweit ich das in den Geisteswissenschaften sehe, noch nicht entsprechend angepasst. Es ist immer noch so, dass diese FIDs, diese Forschungsnetzwerke, Landschaften, dass die alle 3 Jahre wieder neu bewilligt werden müssen. Wir haben in Dresden ein Portal für Repertoireforschung, also wo Konzert- und Opernrepertoires dokumentiert werden. Das muss alle 3 Jahre wieder neu beantragt werden. Meines Erachtens müssten solche Dinge als, das ist ja Infrastruktur, die müssten dauerhaft gefördert werden und dann werden da temporäre Projekte draufgesetzt. Denn sonst ist es natürlich auch ein großes Problem, überhaupt die erforderlichen Informatikerinnen und Informatiker zu finden. Na, die warten nicht darauf, dass ihnen Geisteswissenschaftler für 3 Jahre eine Arbeit geben. Beides hängt ein bisschen von der Situation und auch vom Typ des Textes ab. Also bei Qualifikationsarbeiten bin ich inzwischen ziemlich zur Online-Lektüre übergegangen, weil das einfach die Kommentarmöglichkeit doch entschieden erleichtert. Na, früher haben die Professoren immer irgendwas Unleserliches an den Rand gekrickelt und dann musste man das entziffern. Also ich glaube, das geht jetzt auch mit dem Hin und Zurück. Also die Chance, dass das, was ich dann sage, dass das vielleicht doch auch ankommt, auf der anderen Seite, die steigt. Ansonsten bei Aufsätzen ist mir das im Grunde egal. Je länger die Texte werden bei Monographien, finde ich, dass man zum Teil trotz allem noch einen besseren Überblick hat mit einem Printmedium.
Und ganz besonders ist das so, wenn es um Noten geht, ne? Also Musikalien, Partituren, eine intensive Werkanalyse, musikalische Werkanalyse ist für mich nur auf der Grundlage von ausgedruckten Noten machbar. Ja, ich empfehle als Sachbuch das neue Beethoven-Buch von Hans-Joachim Hinrichsen, Beethoven-Musik für eine neue Zeit, das im Grunde diesen Brückenschlag macht zwischen der Analyse und dem Kontext, das, was darüber hinausgeht und Beethovens Musik, gerade die Instrumentalmusik, eben auch in breite Kontexte, vor allen Dingen in die mit Bezug setzt mit der Philosophie von Immanuel Kant. Und als Roman empfehle ich von der englischen Autorin A.S. Byatt das Buch Possession. Auf Deutsch heißt das Besessen, wobei das eine einseitige Übersetzung ist, denn das Schöne an diesem Titel ist, dass er zweideutig ist. Possession heißt ja einerseits Besitz und zum anderen eben auch Besessenheit. Und das sind sozusagen zwei Aspekte des Verhältnisses von Forschern, also es geht hier um LiteraturwissenschaftlerInnen, also zwei Aspekte des Verhältnisses dieser Forscher zu ihrem Gegenstand. Ne, dass sie einerseits den für ihren Besitz halten, es geht dann auch darum, um Briefe, die irgendwie wertvoll sind und entwendet werden und so weiter, aber andererseits eben auch, dass sie von dem Gegenstand besessen sind, mehr oder weniger, und dann kaum noch davon loskommen. Würde ich wieder Musikwissenschaft studieren? Also, ich habe das zumindest nie bereut und finde nach wie vor, dass das dasjenige Fach ist, das den Dingen, die mich interessieren, am meisten entspricht, eben weil es diesen multiperspektivischen Zugang hat, wobei ich keineswegs alles abdecke, ne? Was also diese eher naturwissenschaftlichen Dinge. Das, was wir auch systematische Musikwissenschaft nennen, das ist weniger mein Bereich. Also ich würde das gerne wieder machen und ich würde es auch gerne nach wie vor in Kombination mit mindestens einem oder zwei Nebenfächern oder Begleitfächern machen. Ich halte das schon für sehr wichtig, dass man in den Geisteswissenschaften keinen monokausalen Studiengang macht und halte das auch für ein bisschen problematisch. Die Tendenz, die es in der Hinsicht seit der Bachelor-Master-Reform gibt, hier in Leipzig ist ein Zweidrittel Bachelor, aber es ist eben oft so, dass das zweite Fach dann da irgendwie ein bisschen runterfällt. Also meines Erachtens ist es ganz wichtig, mindestens noch in ein weiteres Fach etwas intensiver reinzuschauen. Und das können ganz unterschiedliche Fächer sein. Bei mir waren das damals Germanistik, Geschichte. Man könnte natürlich genauso Kulturwissenschaften hier machen. Oder Philosophie oder Medienwissenschaften, das würde auch sehr gut passen. Ja, vielleicht sage ich noch ein bisschen was zu dem Projekt, das ich jetzt in der Sächsischen Akademie der Wissenschaften hauptsächlich betreue. Dieses Projekt heißt Robert Schumanns Poetische Welt. Es ist ein Projekt, das einerseits anknüpft an die großen Gesamtausgabenakademienprojekte, die bislang eigentlich in der Musikwissenschaft hauptsächlich gemacht wurden. Also in unserem Fach sind das fast immer Noten, große, umfangreiche Notengesamtausgaben, die mit sehr aufwendiger philologischer Arbeit, also Analyse der verschiedenen Musikquellen einhergehen und dann auch noch kommentiert werden. Das Neue an diesem Projekt ist aber, dass es interdisziplinär ist, deswegen poetische Welt, das heißt, es ist musikalisch-literarisch, weil Robert Schumann eben wie viele Romantiker eine Doppelbegabung hatte und eben auch literarisch unterwegs war. Und das betrifft sowohl seine großen Vokalwerke als auch seine Tätigkeit als Redakteur der neuen Zeitschrift Musik, für Musik, in der er eben auch eine poetische oder poetisierende Methode der musikalischen Werkbeschreibung angewandt hat. Das ist ein großes interdisziplinäres Projekt, das gleichzeitig von drei Akademien betreut wird und dementsprechend auch drei Standorte hat und dessen Ergebnis im Übrigen erstmals in diesem Bereich auch überwiegend online dargelegt werden. Also es geht viel auch um Schumanns Netzwerke, musikalische und literarische Netzwerke. Und das wird dann eben in einer Datenbank auch dargestellt werden. Also ist auf jeden Fall ein sehr innovativer Ansatz. Gleichzeitig setzen wir damit auch die Schumann-Gesamtausgabe, die musikalische Gesamtausgabe, die noch mittendrin ist, fort.
Und ich denke, es ist auch sehr wichtig für den Musikwissenschaftsstandort Leipzig, dass eben nach Bach und Mendelssohn, die ja bereits mit Akademieprojekten hier in Leipzig bearbeitet werden, dass eben Schumann da jetzt auch als der dritte zentrale Name mit hinzukommt.